Arne Gericke unterwegs an der Elbe in Dresden. Stefanie Karch erklärt ihm die Sehenswürdigkeiten. Die Dresdnerin hat das Projekt Mama stillt ins Leben gerufen, das auch der Abgeordnete des Europäischen Parlaments unterstützt und für mehr Stillfreundlichkeit in der Öffentlichkeit wirbt. Also wir haben durch Mama stillt und Steffi Karch hier gerade in Dresden einen Punkt, wo eben das sich rumgesprochen hat und Mütter sich hier auch wohlfühlen, weil sie eben entsprechend durch diese Einrichtung Mama stillt dann entsprechend merken, dass ihr Thema benannt wird, dass ihr Thema angesprochen wird, dass sie entsprechend merken, hey, halt stopp, hier kriege ich Antworten. Bei dem Projekt lassen sich stillende Mütter in der Öffentlichkeit fotografieren. Die Fotos, die inzwischen weltweit gemacht werden, teilt dann Stefanie Karch in den sozialen Netzwerken. Die Resonanz darauf ist riesig. Ich finde das immer ganz lustig. Im Internet ist die wirklich sehr hoch, die Resonanz. Wenn man mich hier in Dresden trifft, einige Mamas erkennen mich. Einige wissen gar nicht von dem Projekt, ne, obwohl das ja hier wirklich entstanden ist. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo hinfahre, mit dem Zug, sei es nach München oder irgendwo hin, dann stehen da wirklich Muttis am Bahnhof, die da regelrecht auf mich warten. Die wissen, die Steffi hat sich da irgendwo heimlich abgesetzt, die kommt da und dahin und dann sind da wirklich einige, die stehen da schon da und warten auf mich. Bei so viel Zuspruch ist es nicht verwunderlich, dass bereits 4600 Fotos öffentlich stillender Muttis bei ihr eingegangen sind und nun eine Ausstellung zum Thema geplant ist. Es gibt noch das große Projekt, die Wanderausstellung, wo ich wirklich drauf hoffe und sehr bedacht bin, da wir letztes Jahr mit Arne Gericke den Kalender zusammen gemacht haben, dass ich da auf Unterstützung auch wieder hoffen kann. Und ja, also wir sind halt jetzt gerade noch dabei, die einzelnen Städte anzuschreiben, rauszupicken. Deutschlandweit soll die laufen. Das Thema Familienfreundlichkeit will Arne Gericke auch in Sachsen bekannter machen. Dazu will der Politiker im Freistaat aktiv werden. Wir brauchen Mütter und Väter, die sagen, okay, wir haben zwar wenig Zeit, aber wir wollen Flagge zeichnen für Familie, wir wollen Flagge zeigen für unsere Kinder. Und ich denke, das wäre mein Wunsch, dass wir als Familienpartei hier ein ganz anderes Fundament kriegen. Ich weiß, dass viele Parteien dieses Thema auf ihre Fahnen schreiben. Aber ich zweifle jetzt schon dran, dass die Versprechungen, die vor der Wahl gemacht wurden, auch gehalten worden sind.